Er ist einer von drei neuen Bürgermeistern im Freibad Kempen. Beruflich hat er früher was ganz anderes gemacht. Er stammt aus Syrien, aber jetzt hat er eine neue Heimat am Niederrhein gefunden. Gleich ist sein Chef bei uns im Studio und wird uns erzählen, warum er gezielt Geflüchtete als Rettungsschwimmer für sein Bad angeworben hat. Aber erstmal besuchen wir Soher an seinem Arbeitsplatz, der ihm tatsächlich auch ein bisschen dabei hilft, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Wir haben einen Krieg jetzt in Syrien und das ist echt schwierig und ich konnte nicht bleiben. Ich hatte Angst, ja natürlich, ja, ich hatte Angst. Langsam hat sie nachgelassen, die Angst, in den 5 Jahren, die er jetzt in Deutschland lebt. Aber noch immer hat er Schwierigkeiten, über das zu reden, was er in den 6 Wochen seiner Flucht durchgemacht hat. 43 Tage und ich habe 10 Kilogramm abgenommen. Mitnehmen konnte er kaum etwas und selbst sein Studium der Literaturwissenschaft half ihm hier nicht weiter. Er musste noch einmal von ganz vorne anfangen. Ich bin in Deutschland gekommen und danach habe ich dauert ein bisschen Deutschkurse zu machen, aber danach habe ich geschafft, B1 und danach B2 und danach habe ich gedacht, okay, jetzt reicht, ich sollte jetzt einen neuen Beruf machen. Aus einem Praktikum im Schwimmbad wurde schnell eine Ausbildung. Inzwischen kontrolliert Soher sogar die Wasserqualität. Ich mache jetzt Chlormessen. Das heißt, ich soll gucken, wie viel ist der Chlor und die Wasserqualität bei uns gut oder nicht. 0,36. Wir haben hier jetzt 0,44. Jetzt müssen wir das kalibrieren. 0,36, das, was wir da gemessen haben, haben wir jetzt hier übertragen. Wenn alles gut im Keller ist, das bedeutet im Schwimmbad oben alles gut. Qualität Wasser und danach alles klar. Aber gibt es auch schöne Sachen oben? Kurse mit Kindern oder mit Erwachsenen oder Aquabiking, das ist auch toll. Dafür fährt er jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit, von Viersen nach Kempen. Beste, so schnell. Das ist mein Fahrrad. Ich komme immer mit meinem Fahrrad. Sein Chef ist mit Soher rundum zufrieden. Auf ihn könne man sich immer verlassen, wenn Not am Mann ist. Alleine von der Sprache her, wie er sich entwickelt und wie er die Technik auch über kurz oder lang immer besser beherrscht, auch wie er mit den Leuten hier spricht und klarkommt, ist einfach schön zu sehen, wie die Entwicklung ist. Probleme wie im Düsseldorfer Rheinbad hat es hier im Schwimmbad in Kempen noch nicht gegeben, sagt Soher. Darüber sind seine Kollegen und er sehr froh. Wir haben verschiedene Sprachen hier mit Arbeitern, mit Kollegen. Wir können mit allen Leuten unterhalten. Und Gott sei Dank alles gut. Alles läuft gut. Es sind nicht zuletzt die Sommertage im Freibad, die ihn das Elend in Syrien vergessen lassen. Irgendwann, so hofft er, sei das alles nur noch Vergangenheit. Bis jetzt habe ich keine Erinnerung, alle habe ich vergessen. Ich habe andere Leben jetzt, okay? Ich habe andere Leben und du kannst sagen, ich habe auch Heimat hier, okay? Das ist meine Heimat jetzt. Das erste Ausbildungsjahr in seiner neuen Heimat hat ihm Anerkennung und gute Noten gebracht. Dem Beruf will er treu bleiben und irgendwann auch die Meisterprüfung machen. Ja, Sie haben es mit Sicherheit gemerkt, dass ich mich versprochen habe. Er ist natürlich Bademeister und nicht Bürgermeister, wie man gerade gesehen hat. Und jetzt ist Wolfgang Wertschulte bei uns. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Der Chef von Soher. Sie haben ganz gezielt nach Geflüchteten gesucht, als es um die Besetzung der Azubi-Stellen bzw. der Stellen bei Ihnen im Bad ging. Warum denn? Wir haben uns mit dem Arbeitsamt kurz geschlossen. Wir haben gesagt, wir brauchen Rettungsschwimmer. Wer das jetzt im Endeffekt war. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir Flüchtlingen nicht die Chance geben, einen Job bei uns zu finden, insofern sie schwimmen können, die deutsche Sprache haben und eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung haben. Und das Arbeitsamt hat uns dann 10 Leute geschickt und von diesen 10 Leuten haben wir 3 dann eingestellt, wobei der Soher jetzt nach 6 Monaten als Rettungsschwimmer seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe angefangen hat. Ja, klasse. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es offensichtlich schwierig, ansonsten Leute zu finden in dem Job? Ja, Fachkräftemangel ist ja überall, egal wo, egal wie. Und man muss sehen, dass man Leute bekommt. Und warum soll man nicht Flüchtlingen die Chance geben, in Berufe einzusteigen?
Ja, das ist ein Markt, der noch nicht so bekannt ist. Also muss man sehen, dass man darauf zurückgreift. Ja. Gerade wenn es um Geflüchtete aus dem Bereich Syrien auch geht, dann hört man ganz oft, dass die gar nicht so gut schwimmen können. Aber bei den dreien, jetzt scheint das gar kein Problem gewesen zu sein, offensichtlich. Ja, das war ein Kriterium, dass sie bei uns anfangen durften. Sie müssen schwimmen können. Und wir haben gute Leute, die drei, die wir eingestellt haben, können sehr gut schwimmen. Und einer von denen hat auch schon Asienmeisterschaften mitgeschwommen. Also Das sind Leute, die können ein bisschen schwimmen. Oh, ja, das ganz, ganz offensichtlich. War das denn von Anfang an problemlos oder gab es spezielle Aufgaben, die Suher zum Beispiel auch noch nicht machen konnte, zum Beispiel aufgrund der Sprache? Es ist ein Ausbildungsberuf und die Ausbildung beträgt 3 Jahre. Und er musste natürlich auch mit der Sprache erstmal klarkommen. Aber er hat sich so gut entwickelt in diesen 1,5 Jahren, wo er jetzt bei uns ist, dass er selbstständig schon Kinderkurse, Erwachsenenkurse, Fitnesskurse und sowas leitet und kommt mit den Leuten gut klar. Und wie man jetzt auch in dem Beitrag gesehen hat, die Sprache wird immer besser. Ja, jetzt ist fachlich das eine, aber menschlich ist es ja auch das andere. Profitieren Sie da auch voneinander? Ja, natürlich. Jeder hat seine eigene Mentalität und wir lernen natürlich auch von der Mentalität von anderen Leuten, genauso wie sie von uns lernen. Und das ist eine Sache, die einfach gut ist, um auch im Bad besser klarzukommen. Es kommen natürlich auch viele Flüchtlinge und viele Ausländer nach uns und wenn man mit denen auf der gleichen Sprache spricht, ist das schon sehr gut. Ja. Sie haben ja im Beitrag auch gesagt, so ein Problem wie jetzt im Düsseldorfer Rheinbad gab es bei Ihnen zum Glück noch nie. Beschäftigt Sie das trotzdem, wenn Sie hören, was in anderen Freibädern so passiert? Ja, natürlich. Das ist natürlich ein Punkt. Man kann sich nicht davor schützen, wenn so ein Flashmob aufläuft. Man hat da keine Chance. Aber man muss gucken, dass man sein Personal möglichst dahingehend schult, dass es eben nicht passiert. Wie gesagt, man kann sich nicht davor retten, aber man kann gucken, dass man deeskalierend wirkt. Ja. Würden Sie denn auch anderen Bädern empfehlen, zum Beispiel Flüchtlinge einzustellen? Es ist eine Marktlücke, bevor ich kein Personal habe. Natürlich, und diese Leute sind sehr dankbar und arbeiten gerne. Und es ist immer wieder schön, mit diesen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Herr Wertschulte, danke schön, dass Sie bei uns waren. Ja, gerne, danke.